Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim Dawnguard. Ich bin hier noch mit der Serana unterwegs und ich bin hier halb am Verhungern. So, das ist schon mal, ja. Super! Ich kriege jetzt eigentlich was zu essen. Meine Güte, endlich! Oh! Oh, stimmt ja, die Dämmerwacht. Da war ja was. Komisch, das heißt ja so das Spiel. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Ja, aber das hat mir jetzt nicht viel gereicht. Ja, die findet das Wetter toll. Ach so, das war ironisch, ja. Ich bin gerade so beschäftigt mit Hunger haben. Mein Gott, aber wenigstens, es ist eine Erleichterung, ein bisschen was zu essen zu kriegen. Jetzt muss ich mir da noch mehr besorgen. Aber ich glaube, wir machen es erstmal dran, unsere Aufgaben weiter zu erfüllen. Wir gehen jetzt mal hier erstmal aus dem Licht raus. Und ich muss ganz schnell mir hier, Dingens. Den Zaubertrank. Einen Heilzaubertrank ausrüsten. Zu meinen Schnellwahltasten. Habe ich jetzt echt keinen mehr? Kann doch nicht sein. Kleine Heilung hatte ich doch noch irgendwo, dachte ich. Stärke, Krankheit, kleine Heilung. Zwar nur einer. Nehme ich. Oder ich nehme der Heilung. Die kleine Heilung nehme ich jetzt erstmal. Oder ich mache sie beide zu Favoriten. So, dann gehe ich auf die Favoriten und du den kleine Heilung erstmal auf die 6. Dann habe ich hier meine Schnelltasten. Hä? Habe ich auf 1 nix? Wieso ist auf 1 nix? Geht das nicht, oder was? Ich habe auf 2 was, auf 3, auf 4, auf 5, auf 6, auf 7, auf 8. Auf 1 muss doch auch was drauf gehen. Was nehme ich denn da? Da habe ich ja meine Waffen vorne. Meine. Vampirischer Lebensentzug. Dann mein Zweihänder, die Flammen. Was kann ich denn noch nehmen? Was nehme ich denn sonst immer häufiger noch? Waffen und Schilde. Habe ich ja bei den Favoriten nicht gerade viel. Ich glaube, da war der Elfenstreitkolben war, glaube ich, vorher da gewesen. Deswegen. Deswegen. Was habe ich hier? Ach toll, habe ich die Vampirverführung nicht als Favorit ausgerüstet. Oder? Ist das hier? Ach, die Vampirverführung ist hier. Ach, das sind ja die Schreie. Mein Gott, ich komme noch nicht so ganz klar mit der Sortierung. Das sollte man vielleicht lesen lernen. Wäre nicht schlecht, ne? Ja. Dann tue ich den halt noch auf die 1. Was brauche ich eigentlich nicht? Ich könnte auch den Heilzauber auf die 1. Oder die Seelenfalle. Oder einen Feuerblitz. Oder das. Oder das. Ach hier, ach hier. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Aber wenn ich das Schild da noch habe. Also wie gesagt, mit Pfeil und Bogen kann ich nicht wirklich umgehen bei diesem Spiel. Ich habe es mal wieder ausprobiert, aber irgendwie haut das bei mir nicht so wirklich hin. Ich bin da sehr ungeschickt. So, ein kleines Schnellspeichern zur Abwechslung. Und dann gehen wir jetzt endlich mal wieder in die Burg rein. Da sind hier noch mehr Dämmerwacht-Spione. Werden die jetzt auch alle lebendig hier, die Gargoyles? Das passiert wahrscheinlich, wenn man als Dämmerwacht hier ankommt. Nee, keine Ahnung. Ich spiele das ja auch zum ersten Mal überhaupt, das Dawnguard. Also ich habe es auch noch nicht als Mitglied der Dämmerwacht gespielt, sondern jetzt sofort als Vampir. Daher habe ich keine Ahnung, wie das ist, wenn man das von der anderen Seite her spielt. Vielleicht mache ich das auch noch mal. Weiß nicht, ob ich als Let's Play das komplett auch noch bringe. Wäre eigentlich nicht so sinnig, wenn ich das jetzt als Vampir spiele. Aber mal gucken. Dauert wahrscheinlich eh ewig, bis ich das durch habe. Ich glaube, das sind, wie war das? 12 Quests.
die durch diese Spielreihe hier führen, durch die Dämmerwacht. Und ich glaube, das sind auch immer so ein paar Nebenquests. Klar kann man dann natürlich auch Nebenquests annehmen, die nicht zur Dämmerwacht gehören, sondern vom Hauptspiel sind. Hier der, den finde ich sehr imposant, ja, imposant, diesen großen Gargoyle hier. Mir gefallen die ja total. So, dann gucken wir mal, wo der ist, der Dexion. Na, guten Appetit. Darf ich ja auch noch Hier was habe ich alles, essen? was ich brauche. Das ist so fies. Lasst mich in Ruhe. Darf ich hier nicht auch mal und so? Ich will auch was Ich haben. überlasse die Politik den anderen. Ich Ja, diene tu dem das. Fürsten der Burg. Nehmen Pötter. Nehmen Menschenfleisch. Oh. Nee, ich wollte eigentlich was trinken. Hätte ja sein können, dass noch was für mich übrig ist. Das finde ich nicht nett übrigens. Naja. Kann man nichts machen. Oh, ich bin aus Versehen auf mein Mauspad mal wieder gekommen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht die Waffe ziehen. Das passiert mir in letzter Zeit häufiger übrigens. Ja, meine Dame, wie kann ich euch dienen? Nicht jetzt abhauen. Ich wollte mit dir reden. Schniefnase, hallo. Ich habe die Schriftrollen der Alten gebracht. Ich fürchte, ich kann euch nicht länger mit den Schriftrollen behilflich sein, meine Dame. Oh, der sieht nichts. Bitte zürnt mir nicht. Wovon redet ihr? Ich fürchte, dass ich in meiner Eile, die erste Schriftrolle zu lesen, die dafür notwendige Zeit der Vorbereitung vernachlässigt habe. Die Folgen dieses Fehlers muss ich allein tragen. Ich bin mitnichten unwillig, euch zu helfen. Doch wie ihr anhand meiner Bandagen sehen könnt, bin ich dazu körperlich nicht mehr in der Lage. Ihr seid blind? Ernsthaft? Oh, bitte, meine Dame, bitte vergebt mir. Es gibt wohl keine Heilung, oder? Wenn doch nur ein solches Wunder existierte, ich würde das Unmögliche möglich machen, um es zu ergreifen, wenn ich euch damit gefallen könnte. Naja, dann brauchen wir euch nicht länger. Obwohl ich gerne durch eure Hand sterben würde. Könnte ich euch vielleicht einen anderen Weg anbieten, die Schriftrollen zu lesen? Sprecht weiter. Oh, vielen Dank, meine Dame. Danke. Komm zum Punkt, Mann. Mein Gott, Daniel. Über ganz Tamriel verstreut findet man abgelegene Orte, die nur als Lichtungen der Ahnen bekannt sind. Es gibt auch eine in Himmelsrand, im Kieferwald. Okay. Wenn ihr das Ritual der Ahnenmotte innerhalb der Lichtungen durchführt, solltet ihr die Antworten erhalten, nach denen ihr sucht. Erklärt mir dieses Ritual, Dexion. Es umfasst das vorsichtige Einsammeln der Rinde eines Kantikumbaumes, mit der ihr Ahnenmotten anlocken könnt. Wenn euch genug Motten folgen, verleihen sie euch die notwendige Einsicht, um die Schriftrollen zu verstehen. Deswegen Mottenpriester. Jetzt. Vorsichtig die Baumrinde einsammeln. Und wie bitte? Um die Tradition zu wahren, müsst ihr auf der Lichtung der Ahnen ein besonderes Werkzeug verwenden. Das Messer der Anziehungskraft. Okay. Jeder Mottenpriester lernt dieses Ritual. Aber nur wenige erhalten die Möglichkeit, es durchzuführen. Ihr solltet euch glücklich schätzen, wenn es bei euch funktioniert. Okay, muss ich die Schriftrollen in einer bestimmten Reihenfolge lesen? Nach dem, was ich in der Vision gesehen habe, liegt der Schlüssel zur Prophezeiung in der Schriftrolle der Alten, welche die Herausforderungen der Götter durch das Blut der Sterblichen voraussagt. Okay, abgeschlossen die Suche nach der Offenbarung. Begonnen ungesehene Visionen. Finde das Messer eines Mottenpriesters. Och, nö. Ist es normal, dass ein Mottenpriester erblindet? Ha? Leider ja. Es ist das unausweichliche Schicksal, das wir akzeptieren, wenn wir die Schriftrollen der Alten lesen. Hast du zu viele gelesen? Normalerweise widerfährt das nur den altgedienten Mottenpriestern.
In meinem Falle lag es einfach daran, dass ich mich nicht gründlich genug vorbereitet habe. Und was ging bitte schief? Das Entschlüsseln einer Schriftrolle der Alten unterscheidet sich grundlegend vom Lesen eines einfachen Buches. Es erfordert die richtigen Rituale und ein hohes Maß an Konzentration. Die Entschlüsselung einer einzigen Schriftrolle kann Monate oder gar Jahre in Anspruch nehmen, gefolgt von einer mehrmonatigen Erholungsphase. Okay. Und wie hängt denn bitte so eine Motte mit den Schriftrollen der Alten zusammen? Finde ich nun cool. Wie ihr inzwischen sicher herausgefunden habt, heißen wir nicht von ungefähr Mottenpriester. Die Stimme der Ahnenmotte spielte schon immer eine entscheidende Rolle beim Lesen der Schriftrollen der Alten. Motten sind so gut wie lautlos und sie reden schon gar nicht. Oh, die Motten lesen die Schriftrollen nicht selbst. Aber sie halten eine Verbindung zu einer uralten Magie aufrecht, die es den Mottenpriestern ermöglicht, sie zu entziffern. Wenn ihr genau hinhört, wenn ihr die Lichtung betretet, solltet ihr ihr Lied hören können. Einen sanften, harmonischen Gesang. Okay. Durch diesen Ahnengesang verbinden die Motten sich mit den Weissagungskräften der Ahnen und erlauben es damit den Priestern, die Schriftrollen zu entziffern. Und wie hilft das dem Mottenpriester? Weil sich die Ahnenmotten in der Nähe der Mottenpriester befinden, können diese die Verbindung und damit die Weissagungskräfte der Motten nutzen. Doch nur die widerstandsfähigsten Priester sind dazu in der Lage. Man braucht Jahre des Trainings, um die Harmonien zu interpretieren. Hey, ich bin Drachenblut. Was glaubst du denn, Mensch? Und wie habe ich dann überhaupt eine Chance? So als Normalo... Also eigentlich inkognito. Ich bin ja ein Vampir, ich vergaß. Ihr seid so weit gekommen und ihr habt mehrere Schriftrollen der Alten gefunden. Ob ihr es glaubt oder nicht. Die Schriftrollen besitzen ihren eigenen Verstand. Wenn sie nicht gewollt hätten, dass ihr sie findet, hätten sie es nicht erlaubt. Deswegen glaube ich, dass ihr dazu bestimmt wart, den Gesang der Ahnen zu hören. Es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Ja, learning by doing, ne? Ich weiß schon. Okay. Ja. So. Möge das Glück euch hold sein, meine Dame. Und du hast jetzt nicht irgendwie... Ja, meine Dame. Wie kann ich euch helfen? Hast du nicht. Dass da so alles drinnen liegt. Interessant. So, jetzt, Moment. Ich hatte ja Sachen bekommen. Moment, muss gucken. Was habe ich bekommen? Nee. Das ist bei den Büchern, die Schriftrollen. Das verwechsel ich immer. Guck mal an, was ich wieder für Zeug mit mir rumschleppe. Also, Schriftrolle der Alten. Blut, Schriftrolle der Alten. Drache und Sonne. Drache, das ist meine Schriftrolle. Ja. Das ist die vom Hauptquest. Und die anderen beiden habe ich im Dorngard-Quest erst bekommen. So. Die ganzen Bücher Toten nach. Ach ja. Da war ja auch noch was von Valerikas Tage. Wo schleppe ich noch mit mir rum? Ach, und die Versiegelungsformel noch. Was ich so alles mit mir rumschleppe von anderen Quests noch. Jetzt muss ich nur überlegen. Zauberbuch Zombie weg? Habe ich das noch gar nicht gemacht? Sowas. Wann habe ich denn das gefunden? Also, das, was man jetzt gehört hat, heißt einfach, ich habe das jetzt gelernt. Ich kann jetzt Zombies erwecken. Deswegen ist das jetzt auch weg. Und die anderen, die nicht weg sind, die kenne ich schon. Da habe ich einfach nur die Bücher nochmal gesammelt. Warum auch immer. Was habe ich denn noch bekommen? Der hat mir doch noch irgendwas gegeben. Was war das denn? Ich bin gerade... Ach, die Sphäre habe ich auch noch. Da sollte ich vielleicht mal irgendwann weitermachen. Ist doch nicht zu fassen.
Was war das denn? Was hat? Ich habe doch zwei Sachen bekommen, oder spinne ich? Kein Kommentar. Wir gehen jetzt mal alles durch, was es denn sein könnte. Mein Gott, so viel Zeug. Mein Gott, ich habe auch so viele Drachenklauen irgendwie. Königliche Vampirrüstung. Ja, das ist die ich mir als letztes noch geholt habe. Achso, das ist meine Besitzurkunde. Das ist so irritierend, wenn manche Sachen auf Englisch plötzlich dastehen. Muss ich mir erstmal überlegen, was das doch gleich war. Was? Lösung der Vitalität? Hä? Menschenfleisch, Museumspamphlet. Ach ja, das war auch noch von einer Folge davor irgendwann. Ich war jetzt so lange da in der Burg drinnen, im Turm und in den Gewölben da, dass ich da gar nicht mehr weiß, wie es draußen ist, sozusagen. Ritterumhang. Ich könnte mal ein paar Sachen verkaufen, eigentlich. Das Lexikon habe ich auch immer noch. Sind auch noch nicht fertig gemacht. Aber wir sind ja jetzt im Dorngard und nicht in den anderen Quests. Ich weiß beim besten Willen nicht, was der mir noch gegeben hat. Oder ich habe mir das nur eingebildet, dass er mir noch was gegeben hat. So toll höre ich auch übrigens zu, ne? Und lese so genau, dass ich schon wieder keine Ahnung habe, was los ist hier. So, langer Rede, noch kürzerer Sinn. Ich beende hier die Folge. Ich werde dann noch gleich ein bisschen suchen. Vielleicht finde ich ja, was ich meine. Egal. Ich bedanke mich fürs Zugucken und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.